Kennengelernt habe ich die ersten Leute. Ich war dann 2010 nochmal da, also kurz danach direkt wieder. Da habe ich zufällig Vasco gegen Corinthians geguckt. Wie eben erklärt, absolutes Hassspiel, wusste ich gar nicht damals. War gut und habe da Leute kennengelernt. Aber eher so ein bisschen gediegenere von Corinthians. So ein bisschen Kontakte ausgetauscht, ja, das war's. So, dann bin ich 2012 wieder hin mit diesen Kontakten, da habe ich mich mal vorgestellt. So, dann hat es ergeben, dass natürlich, die wohnen natürlich in einer Stadt im Süden von São Paulo, Mittelklasse, aber man kennt natürlich auch andere Leute. Und somit wurde ich dann vorgestellt, da das ist der und der von Estopin, ja, okay, dann wurde man so ein bisschen hellhörig, wir müssen mal zum Stadion, ja, dann sind wir mal hin, dann standen wir schon in der Kurve und dann lernt man natürlich immer mehr kennen. Man ist ja der Fremde da. Dann wird er irgendwie vorgestellt und so wurde ich halt immer mehr vorgestellt und irgendwann kam ich dann zu Gabi Reus und zu Camisa Dosse, zu den Top-Leuten da, Präsidenten und befreundet bis heute. Ja, und so war es halt so, kam ich dazu und bin dann immer bei denen gewesen. Bin immer zu den Partys gefahren und bei wichtigen Spielen bin ich halt angereist. Ich bin hingeflogen bei ganz wichtigen Spielen und so war es dann halt auch 2015 ungefähr, eigentlich ist genau 5 Jahre her. Da war so kurz vorm Ende der Saison, Corinthians konnte Meister werden schon. So, und die haben dann tatsächlich, wie der Zufall so will, bei Vasco gespielt. Und Vasco konnte absteigen. Am selben Spiel. Da habe ich gedacht, oha, das ist ja ganz heiß, aber Donnerstag war das Spiel, donnerstags, abends um 10 Uhr. Ja, ich wollte unbedingt mit der Gruppe fahren, okay. Und ich war aber vorher noch ein paar Tage im Süden, ein bisschen Urlaub machen und habe dann noch Atletico Paranaense geguckt, mittwochs. Aber dann kam auf einmal im Stadion die Nachricht, abends um 10 Uhr ist das Spiel, mit Bussen fahren wir. Es hieß so, klar, absolut Vasco, nur 4.000 Tickets, hat einen Bewerber von 120.000. Ich war halt auserlesen, dahin mitzukommen, weil ich Freund war sozusagen. Das ist ja auch eine weitere Adresse schon, ja. Ja, aber es war natürlich auch eine kleine Ehre, aber es war natürlich auch ganz klar, es ist Vasco. Absolutes Frauenverbot, keine Frauen, nur die Top-Leute dürfen mit. Also hast du 4.000 kranke Menschen im Gästeblock. Jeder weiß, worum es geht. Du fährst nach Vasco. Du kannst Meister werden, die können absteigen. Vasco, Schaden in der Favela. So, ich war leider dann im Süden. Und auf einmal hieß es, wir müssen um 6 Uhr morgens abfahren. Ich so, wie bitte? Man fährt vielleicht 6 oder 7 Stunden dahin. Das Spiel ist abends um 10, donnerstags. 6 Uhr abfahren. Ich sage, das schaff ich nicht. Ich war noch im Süden. Ja, dann sagen die, ja, scheiße, wir können noch einen Autokonvoi machen mit ein paar Leuten, aber ist auch nicht ohne. Ja, okay. Dann habe ich noch ein Auto. Morgens bin ich um 8 Uhr angekommen, São Paulo, direkt ins Auto gestiegen mit wildfremden Leuten. Ich kannte vielleicht zwei davon, mit 5 Autos hinterher. 5 Autos voll beladen hinterher. Hochgefahren. Alles locker, easy, alle gut drauf. Ne, fährst du los. Und dann merkt man so, ja, wir kommen so näher Richtung Rio. Das sind so Stationen, so Mautstationen. Und auf einmal switchte die ganze Dynamik im Auto. Man merkte so, es wurde angespannt, ruhig. Uiuiui. Und auf einmal, genau in der Mautstation, ein Auto neben uns, drei Typen drin, einer mit einer Mancha Verde-Kappe. Und auf einmal, das hat wie gefunkt. Unser Autokonvoi attackiert das Auto direkt und ich hatte nur Angst, wir sind in Rio, ich werde hier erschossen. Hatte ich wirklich Angst, direkt Angst und die rammen das Auto. Und ich denke, was ist denn jetzt los? Nein, nein, nein. Ja, aber sie sind ein Glück. Ich habe jetzt gerade, die erschießen uns. Nee, sind aber ein Glück weitergefahren, abgehauen. Ein Glück, so, muss ich so sagen. Ja, und dann sind wir weitergefahren und ja, alles angespannt. Haben wir geparkt, die Autos an so einem Krankenhaus. Dann waren wir eine Gruppe von 20 Leuten. Oh, Favela, absolute Favela. Und ja, wir müssen erstmal zum Gästeblock uns durchschlagen. Wenn uns einer sieht, ist es halt ganz gefährlich. So, wir kamen in den Gästeblock an. Ein Glück mal ohne Probleme reingekommen, ins Stadion gegangen, waren wir um, weiß ich nicht, 7:30 im Stadion, rappelvoll. Die waren schon seit 5 Uhr im Stadion von den Bullen reingeprügelt worden, nichts zu essen, nichts zu trinken. So, Spiel gelaufen, herbe Leute im Gästeblock, die ich großteils nicht kannte, weil es halt nur die Top-Leute waren. 4.000 nur Männer, es waren im ganzen Gästeblock 2 Frauen, die irgendwie anders angereist sind. Top-Leute, Kampfsportler, alles vom Feinsten. Sehr gefährliche Leute. Haben direkt gesehen, nicht der normale Stadiongänger, den man auch noch nicht mal von Corinthians aus den Heimspielen kennt, also schon herbe Gestalten dabei. So, und dann hat 1-1 ausgegangen, 83. Minute hat Corinthians 1-1 gemacht und wird dadurch Meister. So, ganz kurze Meisterfeier, ganz kuriose Situation.
alles sehr angespannt, sagen wir mal so. Die Meister wurden gar nicht so richtig gefeiert. Es wurde zwar gefeiert, aber dann war auf einmal Ende. So, jetzt müssen wir raus. Und dann, so, alle gehen raus, alle kampfbereit. Und dann, wie man sich so die Busse, dann stehen da so 50 Busse in Reihe und Glied. Die Leute haben nichts gegessen, nichts gefressen, stehen draußen ein paar Buden, dürfen da was kurz zu sich nehmen. Und die Bullen kommen rein, direkt in die Reihen geknüppelt. Und dann stehen die Leute in die Busse, auf dem Dach, stehen da wie so, er schießt uns so ungefähr. Und alle heiß, Meister geworden, super motiviert. Ein Glück ist Vasco nicht abgestiegen. Hatte noch nicht, also nach abgestiegen. So, und auf einmal ging das ratzfatz innerhalb von 10 Minuten. Die Bullen da reingeknüppelt, alle rein in den Bus, Abfahrt. Und dann standen wir, 20 Leute noch da, die Bullen weg. Und wir stehen da. Ja, und jetzt ist aber los, müssen wir zum Autos. Ja, und dann ein Glück sind wir dann irgendwie zum Auto gekommen. Und da wurde dann unser Auto noch, ich habe mich da geduckt, weil ich einen Schuss gehört habe. War mega aufregend, spannend, völlig erschöpft von der Reise aus dem Süden, da hoch, dann direkt mit dem Auto wieder zurück, komplett zerstört. Und dann sind wir dann hinter den Bussen hergefahren, im Konvoi, haben wir die eingeholt und die ganze auf der Autobahn, riesen alle oben, also ganze Fenster natürlich auf, die Leute hingen raus und alle kampfbereit, weil jeder erwartet hat, jetzt kommt doch irgendwo Vasco und attackiert doch die Busse oder greift die an. Aber ist dann nichts passiert und so sind wir dann halt völlig erschöpft, bin ich dann nach Hause gefahren Richtung Sao Paulo. Das war so ein ganz herbes Erlebnis. War natürlich eine Ehre für mich, überhaupt da eine Karte zu kriegen, da mitzufahren, weil es ging um Meisterschaft. Es war einfach ein unfassbares Erlebnis für mich.